Das Schlossgymnasium ist eine ganz besondere Schule, weil sie ein Internat hat. Hier treffen sich also Schülerinnen und Schüler, die hier wohnen, und Schülerinnen und Schüler, die hier jeden Morgen zur Schule kommen. Ich bin gerne hier, weil ich zum einen im Internat wohne und daher eben mein privates Leben direkt mit meinem Schulalltag verbinden kann. Ich persönlich lebe sehr gerne hier. Ich genieße es, mit meinen Freunden in einem Haus zu wohnen und da mein Leben selbst zu gestalten. Das Internat des Schlossgymnasiums Künzelsau bietet 70 Schülerinnen und Schülern Platz. Die Schülerinnen und Schüler werden hauptsächlich in Einzelzimmern untergebracht. Auf Wunsch kann man auch Doppelzimmer belegen. Wir Internatsschüler sind in einzelnen Wohnhäusern untergebracht, getrennt nach Mädchen und Jungen. In jedem Zimmer gibt es eine Basisausstattung an Möbeln, die man aber auch gerne ersetzen kann oder seine eigenen Möbel mitbringen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, im Schloss zu wohnen. Schülerinnen und Schüler haben bis ca. 16.30 Uhr Unterricht. Danach erwartet sie ein breites Angebot an Aktivitäten. Dazu zählen zahlreiche Sport-AGs, Projekte, Theater-AG, Musik-AGs. Es wird gebacken, es wird gekocht und es finden Bastelaktionen statt. Das Leben im Internat nach Schulschluss gestaltet sich für mich persönlich sehr frei. Wenn nicht gerade eine Klassenarbeit ansteht, fahren wir zum Beispiel in einen Badesee und genießen dort unsere Freizeit. Am Wochenende fahren wir immer nach Hause zu unseren Eltern und da besuchen wir auch unsere Freunde und verbringen Zeit mit unseren Geschwistern. Man kann aber auch jedes zweite Wochenende im Internat verbringen und dort Spaß haben. Ich bin mit dem Essen am Semi sehr zufrieden. Morgens gibt es ein großes Frühstücksbuffet. In den Pausen können wir dann an die Pausentheke gehen und uns dort ein Brot holen. Mittags dann die Auswahl zwischen vegetarisch, vegan und Fleisch. Wir haben auch immer ein großes Salatbuffet. Nachmittags können wir dann noch in die Teestube gehen, wo wir dann Kuchen bekommen. Und dann gibt es natürlich noch Abendessen und die Küche kocht jeden Tag frisch. Um die Schüler kümmern sich 4 Sozialpädagogen sowie Lehrer, die Schüler im Internatsalltag begleiten. Der Kontakt zu den Sozialpädagogen ist mir persönlich sehr wichtig, da ich stets immer eine Ansprechperson habe und eben auch Wünsche oder auch Probleme äußern kann. Die Zusammenarbeit mit dem Internatsteam ist sehr vertrauensvoll. Man kriegt Rückmeldungen, man kann immer mal Gespräche führen, wenn man ein Anliegen hat. Das wird vertrauensvoll aufgenommen. Und insgesamt hat man das Gefühl, dass die Kinder geschützt und geborgen sind und sich gut entwickeln können. Manche Schülerinnen und Schüler suchen die klaren Strukturen einer Ganztagsschule oder des Internates. Und manche wechseln wegen unseres Sport- oder Musikprofils zu uns. Ich habe hier meinen Sohn hierher gegeben, weil ich denke, dass er hier gute Entwicklungschancen hat, nicht nur schulisch, sondern auch sozial und körperlich und in der Gruppe mit anderen Schülern zusammen. Und das gefällt mir sehr gut hier und meinem Sohn übrigens auch. Ich lebe gerne im Internat, weil hier viele meiner Freunde wohnen und wir gemeinsam auch immer Spaß haben können, aber auch, wenn es wichtig ist, mal lernen können.